Blitzturnier in Heimbach mit prominenter Besetzung. In drei 45-minütigen Spielen stehen sich der Heimbacher SV, Borussia Fulda und der FSV Frankfurt gegenüber. Gestartet wird mit der Begegnung HSV gegen FSV, Kreisoberliga gegen zweite Bundesliga. Doch so einseitig, wie man die Begegnung erwartet hat, wird es nicht. Der FSV kann heute nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen und die hochmotivierten Heimbacher erspielen sich gute Chancen, in Führung zu gehen. André Weiß im Tor des FSV ist aber zur Stelle. Nächste Gelegenheit für Grün per Freistoß durch Spielertrainer Radic. Julian Heinz trifft, doch der Assistent nimmt es heute sehr genau und hat die Fahne oben. Weiterhin 0:0. In der 29. Minute klingelt es dann zum ersten Mal. Tim Golley kann allein durch die gesamte Heimbacher Hälfte laufen, tanzt seine Gegenspieler aus und vollstreckt zum 1:0 für den FSV Frankfurt. Der Torschütze ist wenig später auch am 2:0 beteiligt. Er bringt einen wunderbaren Pass auf KB. In der Mitte lauert Stefan Andres, der nur noch das Füßchen hinhalten muss. 2:0. Die nächste Szene ist bitter für den FSV. Keeper Weiß stößt hier mit seinem Gegenspieler unglücklich zusammen. Er muss ausgewechselt werden, für ihn geht es nicht mehr weiter. Für uns geht es durch den monsunartigen Regen kurz darauf auch nicht mehr weiter. Der FSV erhöht noch auf 3:0 und markiert damit den Endstand. Der HSV legt einen guten Auftritt gegen Frankfurt hin, muss sich aber durch die Kaltschnäuzigkeit der FSV-Profis geschlagen geben. Besseres Wetter, anderes Spiel. Der FSV Frankfurt muss gleich wieder ran. Diesmal gegen Hessenligist Borussia Fulda. In knapp einer Woche fängt für beide Teams die neue Saison an und das Blitzturnier in Heimbach ist der letzte Test. Gleich zu Beginn, Ecke für Frankfurt in Blau-Schwarz. Kurz ausgeführt, Andres bringt die Flanke, Lukas Guganik erzielt das 1:0 mit Köpfchen. Der Zweitligist ist hoch überlegen. Halimi liegt quer, doch sein Pass kann vor dem einschussbereiten Gebru zur Ecke geklärt werden. Der FSV zeigt, dass Ecken auch anders gespielt werden können. Alex Bittroff nimmt die Flanke Volley, ein missglückter Versuch, Dengste. Halimi bringt die Kugel in den 16er und Guganik macht die zweite Bude, diesmal mit dem Hinterkopf. Das 3:0 kann man ohne Zweifel als waschechtes Traumtor bezeichnen. Gebru scheint mehr Gefühl im Fuß zu haben als Whitney Houston in der Stimme. Ein wunderschönes Tor, fast aus dem Stand. Auch sein Jubel kann sich sehen lassen. Nahom Gebru zum 3:0. Und dabei bleibt es auch. Die Profis aus Frankfurt lassen in 45 Minuten gegen Borussia Fulda nichts zu und stehen somit schon vor der letzten Begegnung als Turniersieger fest. Zwischen dem Heimbacher SV und Borussia Fulda geht es also um Platz 3 des Blitzturniers. Kaum 5 Minuten gespielt, hat Fulda die Riesenchance zur Führung. Merle sucht Dregler, Dregler täuscht an und zieht ab. Emi Siaric kann durch einen Wahnsinnsreflex die Führung für Fulda verhindern. Das kann nicht jeder. Wenig später hat der HSV Glück im Unglück. Wieder rollt ein Angriff auf das Tor von Siaric. Erst rettet der Pfosten und dann hat der Keeper die Kugel sicher. Doch dabei verletzt sich der 27-Jährige und auch er muss ausgewechselt werden. Nun einmal die Chance für Heimbach. Freistoß aus 20 Metern. Ferit AK hat eine starke rechte Hufe. Was für ein Tor, unhaltbar für wahrscheinlich jeden Keeper dieser Welt. Die Führung für die Gastgeber. Das rechte Tor scheint heute verflucht zu sein. Bei dieser Aktion fällt Keeper Möller unglücklich auf den Arm und muss verletzt ausgewechselt werden. Die Verletzung von Siaric scheint nicht ganz so schlimm, er steht wieder im Tor. Nun bricht für Fulda der Bann. Poretzky zum ersten und Merle zum zweiten, der Ausgleich 1:1. Dann geht es Schlag auf Schlag. Dmitrijevic über rechts sucht Sebastian Ruhl, der ist kopfballstark und erhöht auf 2:1. Das letzte Tor des Blitzturniers in Heimbach gelingt Daniel Schirmer, der die Kugel aus nächster Nähe am Keeper vorbeispitzeln kann und somit den Endstand von 3:1 erzielt. Damit sichert sich der SC Borussia Fulda Platz 2 im Blitzturnier und somit gab es keine wirkliche Überraschung in Heimbach. Neben uns der Thomas Oral, der Trainer vom FSV Frankfurt. Glückwunsch zum Sieg. Wichtigste Frage aber, André Weiß, wie geht's eurem Torwart? Ja, ich hoffe, dass nichts Schlimmes ist. Ja, er fährt jetzt in die Klinik und dann werden wir sehen, was ist. Aber ich denke und ich hoffe, dass da nichts passiert ist. Wo hat er was abgekriegt? Direkt am Knie. Die sind ineinander geraten und ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, gerade in so einem Spiel. Aber Fußball halt, ne? Du warst jetzt ein bisschen stinkig, weil es ging ein bisschen doch ordentlich zur Sache jetzt gegen Borussia, ne? Ja gut, das sind natürlich die Dinge. Der Platz ist ein bisschen enger als die normalen Plätze und geht es halt auch mal schneller in den Zweikampf und deshalb muss man dann als
höherklassige Mannschaft auch versuchen, etwas cleverer zu spielen und das Spiel dahin risikoreich zu gestalten, wo es für den Gegner gefährlich wird, nicht für sich selbst. Zelko, du hast mit dem Thomas Oral zusammengespielt in Horbach. Erzähl mal aus der Zeit. Vorher hast du mir so ganz geheim gesagt, wenn wir alle da waren, war aber unser Satz. Hast du ein bisschen auf die Keule gehauen, glaube ich. Aber erzähl mal. Das war eine schöne Zeit. Also ich freue mich wieder mal, Thomas zu sehen. Und ja, ich drücke Daumen auch in zweiter Liga, dass die gute Position da spielen. Also das war eine schöne Zeit, muss ich ehrlich sagen. Andere Seite neben mir steht der Sladi, Slatko Radic. Ich glaube, du bist ganz stolz auf die Mannschaft. Ich glaube, ihr habt das gerade die ersten 20, 22 Minuten richtig klasse gemacht gegen FSV, oder? Ich war auch selbst überrascht, dass die Mannschaft so umgesetzt, was wir gesprochen haben. Wir haben den FSV vorne schon mal gedrückt und auf so einen kleinen Platz ist über Zweikämpfe geprägt gewesen. Und ich denke, dass die schon, denke ich mal, mit Eingang drunter gespielt haben. Mein Eindruck, weil wenn die so spielen gegen Red Bull Leipzig, das wird dann eng. Aber trotzdem, ich denke, mit dem zweiten Spiel gegen Borussia haben wir schon mal gesehen, dass die zwei Gänge nochmal wohl aufgeschaltet haben. Und ich denke, Thomas hat schon alles angerichtet für nächsten Samstag und von daher viel, viel Erfolg. Und ich denke, dieses Jahr wird nicht letztes Jahr, dass die durch Waschanlage müssen. Ich denke, dass die schon früher zweite Liga bleiben. Okay, letzte Frage nochmal an Thomas Oral. Hand aufs Herz. Heimbach macht hier ein Kopfballtor nach dem Freistoß. Schiri pfeift abseits. Mal ganz ehrlich. Ich hätte es nicht gepfiffen. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.